Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gab es bei Fortnite ein Update und es gibt auch dementsprechend neue Sachen. Die Reaktivierungsrunde ist wieder da und mit den Punkten könnt ihr euch Sachen holen wie ein Hängegleiter, Vision Board oder ein neues Emote, Xing Xing. Wichtig auch zu sagen ist, dass es einen neuen Skin gibt. Und zwar die Schneetänzerin wird in den nächsten Tagen im Itemshop auftauchen und dann könnt ihr sie euch holen. Diese gibt es einmal in dieser Version, hier seht ihr sie nochmal. Und sie hat natürlich dazu ein passendes Rückenaccessoire, aber auch eine Spitzhacke. Die Schneetänzerin gibt es auch nochmal in einer anderen Version mit einem neuen Design. Dazu natürlich die Accessoires in der passenden Farbe. Wichtig zu sagen ist auch, ihr könnt ein Outfit kostenlos bekommen. Dafür müsst ihr euch einfach zwischen dem 15 Uhr am 13. Dezember und 15 Uhr am 3. Januar 2023, also habt ihr Menge Zeit, einfach über den Epic Games Launcher auf Fortnite auf eurem PC einfach anmelden und schon könnt ihr euch das Outfit festlicher Fluff einfach im Itemshop abholen. So, wichtig ist, die Lodge ist auch wieder da. Ihr bekommt insgesamt 14 neue Gegenstände, unter anderem diese zwei Skins hier, einmal Rode Fluff und Arctis Adeline. So, hier seht ihr einfach in die Lodge, könnt ihr sie besuchen. Ihr bekommt 14 Gratis-Artikel und wir können uns auch schon erstmal das erste heute öffnen. Und dann sind wir auch schon dabei, mal sehen, was wir heute haben. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr heute im ersten Geschenk hattet. Wir haben eine neue Lackierung, versteckter Schneemann. Also ihr seht, mega cool, es gibt 14 Gratis-Sachen, also lohnt es sich, da mal vorbeizugucken. Das war's auch schon mit den Infos und viel Spaß mit den neuen Gratis-Items.